Jo, Hallöchen, wir sind zurück hier bei Domi. Ihr seht natürlich, ja, ressourcentechnisch sieht es natürlich nicht so pralle aus bei uns, aber ist egal. Müssen wir durch, müssen wir mit leben. Ich würde sagen, wir sammeln hier erstmal ein bisschen was ein und gucken dann auf alle Fälle, ob wir nochmal in den Kampf gehen können. Erstmal habe ich hier natürlich wieder mal fette Kanonen bekommen. Erstmal nochmal vielen Dank an. Ich weiß jetzt ja nicht, wer war das. Muss ich mal gucken. Wenn ich hier einfach mal in mein Team gucke, fällt es mir auf jeden Fall nochmal ein. Wie gesagt, ist schon ein Weilchen her, als ich. Dus der Große, okay, der war. Dankeschön nochmal dafür. Alles klar, Dus. Cooles Ding von dir. Also, wie gesagt, die werde ich jetzt so gleich mal einsetzen. Wir checken natürlich erstmal ab. Ja, was für Truppen haben wir hier überhaupt am Start? Also, ich meine, darauf kommt es ja natürlich erstmal an. Gehen hier erstmal auf Ausbilden. Gucken hier erstmal 130 von 30. Wissen nicht, was habt ihr für eine Truppenkapazität? Schreibt das einfach mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. Dann haben wir natürlich unsere Lufteinheit auch noch mit am Start. Den Doppeldecker MK3. Weiter jetzt natürlich den General. Könnten wir aktivieren, wenn wir wollen. Da würde ich sagen, nehmen wir Napoleon erstmal mit ins Boot und gucken einfach mal, was der so reißen kann. Wie jetzt weiter? Wen haben wir dann? Was haben wir hier? Kriegstaktik technisch haben wir auch zweimal die Sabotage, zweimal den Schutz mit am Start. Und dann seht ihr natürlich hier in unserem Söldnerlager ist es natürlich gerade ein bisschen mau. Wir könnten uns ein paar Steppenreiter mitnehmen. Könnten nur sagen, ein paar Huhnkrieger kommen mit ins Boot. Also wie gesagt, da haben wir ein paar Optionen. Können uns da auf jeden Fall entfalten und ich würde sagen, das werden wir auch gleich mal machen. Wir nehmen auf jeden Fall hier von ihnen mit. Wollen wir hiervon noch ein paar Huhnkrieger oder lieber noch ein paar Steppenreiter? Was sagt ihr? Was findet ihr sinnvoller? Ich würde sagen, wir nehmen noch ein paar Huhnkrieger mit und checken dann auf jeden Fall, ob wir den Kampf hier irgendwie gewinnen können. Also da bin ich natürlich gespannt. Was haben wir hier? Wie ihr sagt, eine Kanone zweimal. Alles klar. Und wen haben wir da noch mit drinne? Eine Akabusia. Okay, die sind natürlich auch mega geil. Von daher würde ich sagen, probieren wir es so einfach aus. Checken da einfach mal die Lage. Und ich sehe gerade, Alter, hier kommt gerade schon wieder die dämliche Mücke an. Ich krieg eine Macke. So, dann sammeln wir die Handelsgüter auch erstmal ein und können jetzt natürlich hier weitermachen. Ich will aber vorher hier mal reingucken. Okay, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen davon, ein bisschen Metall, das ist natürlich wichtig. Was können wir hier? Hier können wir natürlich auch erstmal welche rausknallen, wenn wir wollten. Aber ich würde sagen, nö, das lassen wir erstmal. Das ist mir natürlich erstmal nicht so wichtig. Hier können wir auch noch ein bisschen was entfernen. Also wie ihr sagt, wir haben megamäßig viel zu tun. Aus dem Grund würde ich auch sagen, werden wir das Stück für Stück in Angriff nehmen. Wir werden jetzt erstmal den großen Felsen. Ne, den entfernen wir erstmal noch nicht. Das machen wir erstmal nach dem Fight. Dann können wir nämlich jetzt erstmal ganz entspannt entscheiden, was wir mit unseren Ressourcen so machen. Können jetzt nochmal auf Rekrutieren gehen. Können wir uns noch was leisten? Jo, die chinesischen Handkanonen. Das ist natürlich sehr von Vorteil. Was können wir hier noch machen? Okay. Und dann wollte ich euch eigentlich nur zeigen, ich baue gerade noch ein bisschen was aus und zwar meinen Tempel. Der braucht noch 19 Stunden. 47 Minuten. Dann haben wir hier unsere Bücherei, die bauen wir auch gerade aus. Und hier hinten habe ich natürlich noch meine Botschaft. Also wie gesagt, die brauchen noch 3 Tage 14 Stunden. Die Bücherei noch 3 Tage 19 Stunden und der Tempel 19 Stunden. 47 Minuten. So, außerdem konnte man natürlich das Stadtzentrum für nur 66,666666% vom Normalpreis kaufen, also das waren dann, wisst ihr, 4,666 Millionen oder so, keine Ahnung, irgendwie so, kann ich euch nicht mehr genau sagen, oder 4,444, also ich kann das jetzt auch nicht ausrechnen, habt da jetzt nicht so den Überblick. So, dann haben wir hier natürlich noch die Botschaft am Start, die bauen wir auch aus, da habe ich natürlich auch dieses Event genutzt, genauso wie bei der Bücherei und beim Tempel, ich weiß nicht, was habt ihr in dem Event ausgebaut, schreibt das einfach mal in die Kommentare, würde mich interessieren. So, außerdem müsste ich meine Fallen natürlich auch wieder mal ganz basteln, aber ich würde sagen, das lassen wir erstmal, wir gucken erstmal, wartet hier goldtechnisch. Was da so geht, bald verfügbar, riesige Beute. Alter Schalter, das ist natürlich nice. Wie die Sau, da freue ich mich schon drauf. Da muss ich natürlich erstmal wieder ein bisschen zuschlagen. Aber wie gesagt, erstmal müssen wir uns jetzt um den Tag heute kümmern. Also das andere dauert noch eine Weile. Von daher brauchen wir uns da erstmal nicht so wirklich eine Platte machen. Gehen jetzt erstmal nochmal auf Ausbilden. Könnten jetzt natürlich hier einen General aktivieren, wenn wir wollten. Will ich aber nicht. Nehmen wir hier erstmal rüber. Werden nochmal gucken, ob wir noch ein paar Söldner mitnehmen können. Da würde ich sagen, nehmen den mit. Wollen wir gleich nochmal ein paar chinesische Handkanonen mitnehmen oder die Huhnkrieger? Ich würde sagen, nehmen wir die gleich nochmal mit und gucken einfach mal, was mit dem Team so geht. Also wie gesagt, da bin ich natürlich selbst extrem gespannt. Das kann natürlich
gut gehen. Das kann natürlich auch nicht so gut gehen. Unser WK, den letzten, haben wir auf jeden Fall gewonnen. Hier müssen wir noch ein bisschen warten. Wann geht der nächste los? Weiß ich nicht. 6 Stunden 39 Minuten müssen wir noch warten, wie ihr sagt. Von daher haben wir da auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Irgendwie zocken wir überhaupt. America's Crusade. Okay. So, dann würde ich sagen, gehen wir auch erstmal in den Kampf gucken, was da so geht. Wir werden vorher nochmal einen Obstbaum checken. Und gehen dann, wie gesagt, erstmal in den Kampf. Was sagt ihr? Was würdet ihr tun? So, gehen wir in den Kampf. Und gucken einfach mal, ob wir hier eventuell 5 Sterne kriegen. Geil wert natürlich, aber ich glaube nicht, dass da was geht. Also ich meine, jetzt sind die Gegner natürlich schon relativ hart. Und jetzt kommt es mir eigentlich, ganz ehrlich gesagt, eher auf die Ressourcen drauf an. Von daher scheiße ich eigentlich auf die Sterne. Aber den Gegner will ich natürlich nicht angreifen. Der hat ressourcentechnisch nicht das, was ich vielleicht haben will. Also 300.000 Gold wären schon eine mega Sache. Was ich natürlich nicht glaube, dass wir so einen Gegner finden. Beziehungsweise wenn wir so einen finden, dass wir den irgendwie platt machen können. Aus dem Grund müssen wir mal gucken, jen hier erst mal zum nächsten Gegner und gucken, wie es geht, was da so auf uns drauf zukommt. Naja, 141. Von den Mauern her ist es noch okay, aber ich würde sagen, das lassen wir erstmal. Ressourcentechnisch ist es natürlich auch nicht so pralle. Von daher will ich mir natürlich irgendwie einen suchen, mit dem ich dann doch ein bisschen mehr anfangen kann. Ich meine, hier auf 170 ist mir natürlich ein bisschen hart. Aus dem Grund kann er erstmal zu Hause bleiben. Also ich würde sagen, wir zischen erstmal weiter. Suchen uns hier den nächsten Gegner und hoffen, dass hier irgendwie was geht. Level 145. Ich hatte eigentlich gut derbe Ressourcen mit am Start. Aus dem Grund müssen wir mal gucken, von wo wollen wir angreifen. Alter, der Takt hier oder was? Ich würde sagen, wir müssten eigentlich gleich von hier irgendwie angreifen. Von da oder von da? Ich würde sagen, wir greifen von hier unten an. So, dann sollen wir mal Bambule machen. Ich bin gespannt. So, nochmal einen Schutzruf und dann sollen sie jetzt Bambule machen. Ich hoffe, es reicht. Ich hoffe, hier geht was. So, da erstmal eine Sabotage ruf. Sehr schön, also ich glaube, hier geht wirklich was. Einen Schutz hätten wir auch noch. Den hau ich einfach hier nochmal mit drauf. Sicher ist sicher. Ah, jetzt haben wir ein Flugzeug verloren, das ist natürlich nicht so schön. Aber ich glaube, es sieht ja in Süd aus, also ich glaube, wir haben ein gutes Team und ich denke, das war hier so ja die 100% holen. Dann kriegen wir, naja, ich glaube, die 5 Sterne kriegen wir nicht. Ich meine, die schnelle Zerstörung hatten wir niemand am Start, von daher ist es natürlich bitter. Aber ich glaube, mit 4 sind wir natürlich super bedient bei dem Gegner. Ich meine, der ist auf Level Nummer 145, wir haben selbst 144, wenn mich nicht alles täuscht. Von daher denke ich, ist auf jeden Fall halt Paletti alle so weit schick. Wir hätten uns vielleicht auch noch ein paar Kriegstaktiken auf jeden Fall sparen können. War vielleicht jetzt auch nicht so sinnvoll, aber ich denke, geht alles voll in Ordnung. Ich bin auf alle Fälle mit zufrieden. Was haben wir teamtechnisch noch am Start? Na gut, wir haben 4 Panzer verloren.
Den Versorgungswagen haben wir auch verloren. Das ist natürlich auch nicht so nice. Aber ich denke, der Sieg geht in Ordnung. Wie gesagt, die 4 Sterne haben wir. Von daher alles super, alles schick. Das Coole ist, meine Ressourcen, die ich haben wollte, habe ich natürlich auch bekommen. Also 312.000 Gold, 259.000 Nahrung, 1.633 Öl. Also ich denke, ist okay. Ich bin damit auf jeden Fall zufrieden. 15 Ohren kamen ohne und mit auf unser Konto. Aus dem Grund würde ich auch sagen, werden wir von den 500 Schleifen Gold auf alle Fälle erstmal hier ein bisschen die Mauern verbessern. Haben wir hier noch eine für 500.000? Jo, die haben wir. Klar, wir haben noch genug, aber ich will die außen natürlich erstmal komplett fertig machen. Also da bin ich auf jeden Fall ein bisschen hinterher, mauertechnisch. Da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen was reißen. Werde mich da jetzt auch erstmal drum kümmern. So, das Schiff ist so am Start. Was nehmen wir da? Leder oder Fell? Ich würde fast sagen, das Fell. Jo, das machen wir auch. Wir nehmen das Fell erstmal mit nach Hause. Und dann würde ich sagen, wenn wir hier erstmal die Goldmine noch abackern, können hier nochmal ein paar Truppen ausbilden. Was brauchen wir? Wir brauchen auf jeden Fall 4 Panzer. Dann brauchen wir auf alle Fälle einen Versorgungszug. Das ist Fakt. Oh, den wollen wir nicht. Den wollen wir auch nicht. Den wollen wir. 16. Ich mache erstmal alle auf 20. So, ich würde sagen, so passt es. Zeittechnisch auf jeden Fall wieder alle super, alle chicken. General könnten wir auch noch aktivieren, wenn wir wollten. Jean d'Arc, würde ich sagen, nehmen wir erstmal mit. Dann gehen wir hier weiter, checken hier die Lage und gucken natürlich, was wir hier noch so produzieren können. Ich würde sagen, 2x Sabotage, 2x Schutz. Ich denke, das ist sinnvoll. Dann gehen wir gleich nochmal weiter. Könnten hier natürlich noch ein paar chinesische Handkanonen. Aber ich würde sagen, die Steppenreiter sind erstmal wichtig, um unseren Apfelwein hier wegzubekommen. Dann nehmen wir hier von Oglein noch welche mit und schließen die ganze Sache. Sind soweit damit erstmal durch. Haben jetzt natürlich noch ein bisschen Gold auf Tasche. Ich hoffe natürlich, dass wir damit noch ein bisschen was anfangen können, weil ich habe natürlich noch ein bisschen was vor. Will jetzt einfach mal gucken. 73.700. Wir haben 74.268. Das passt auf jeden Fall mal wie die Sau. Das ist natürlich nice. Klar, den Kampf können wir jetzt erstmal nicht so wirklich gehen. Müssen jetzt sowieso zeittechnisch ein bisschen warten und können auch nicht wirklich den Gegner auswählen, weil wir gerade mal 1000 hier am Start haben. Das natürlich ein bisschen mies, ein bisschen bitter. Aber drauf geschissen, wir sind durch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.